herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute schon wieder einen Teaser mitgebracht. Ich habe ja beim letzten Video mal angekündigt, falls ihr das gesehen habt, dass ich noch das ein oder andere angefangene Projekt habe, was ich euch jetzt schon mal zeige, worauf ihr euch jetzt in Zukunft auf einen Flipthrough freuen könnt. Und zwar ist hier das zweite im Bunde. Das letzte war ja das blaue Journal, was ich von Ingrid bekommen habe. Das zweite im Bunde ist hier mein Grimoire. Was hat das denn damit auf sich? So, dieses Schatzi, Grimoire, ist eine alte Bibel aus Schweden. Eine alte schwedische Bibel mit altdeutscher Schrift. Also ich habe die Bibelseiten, die ihr hier seht, kommen aus dieser Bibel und die ist von 1860. Ja, das haben einige Leute aufgeschrien oder hatten Tränen in den Augen, als ich dieses Buch auseinandergenommen habe. Unter anderem mein Mann, der sagt, das kannst du auch nicht machen. Lasst mich kurz überlegen. Doch, kann ich. Und ich wollte dieses Cover so gut wie möglich erhalten und trotzdem mein eigenes draus machen. Ich wollte schon immer ein Grimoire machen. Als passionierte Kräuterhexe ist das doch wichtig, ein Grimoire zu besitzen und dennoch ein selbstgemachtes mit so einer schönen, hoffentlich schönen Vergangenheit, man weiß es nicht. Es ist ein Ledereinband, ein echter, stabiler Ledereinband. Der ist auch, als ich das Buch zerschnitten habe, sehr gut erhalten geblieben. Also ich musste den eigentlich nicht flicken. Er hat hier und da hat er so ein kleines Löchlein. Und in den Seiten waren hier und da auch Bücherwürmer. Also ursprünglich, ne? Also die waren schon längst weg. Das Buch war ja elends alt. Und so habe ich das ein bisschen zu meinem gemacht und dennoch versucht, viel davon zu erhalten. Hier haben wir einen Filigree, den habe ich mit so einem kleinen Nipsi festgemacht. Das heißt, der ist direkt durch den Buchrücken gestochen und hält hier freischwebend ohne Kleber. Dann habe ich mit Struktur oder beziehungsweise mit Strukturpaste beziehungsweise Modellierpaste mir hier die Ornamente gemacht, auf Bibelseiten gepackt. Und die Grimoire-Schrift habe ich mit dem Stimperia Contour gedönst. Das hatte ich neulich bei Funke Kramer der Convention gekauft. Hatte ich das drauf gemalt. Also erstmal mit einem dünnen Feinliner, dann hatte ich es nachgemalt und nochmal mit dem Feinliner nachgezogen. Und mir ist es fast ein bisschen zu golden, im Gegensatz zu diesem ganzen Altgold, was ich drumherum habe. Oder ägyptischem Gold, wie man das auch nennt. Da hatte ich nämlich, ich hatte kein vernünftiges goldenes Gilding Wax und habe mir meine Krakelierpaste genommen und ein bisschen mit Wasser aufgerieben und daraus hier die sozusagen Gilding Wax Elemente gemacht. So, also die Modellierpaste hatte ich schwarz angemalt mit schwarzem Gesso, dann mit dem Gilding Wax sozusagen, also dem so to say Gilding Wax bearbeitet und zum Schluss habe ich alles hier nochmal mit Mod Podge Antique Cover nochmal bearbeitet. So, jetzt mache ich einen ganz mini Flipthrough hier, weil ist noch nichts drin, außer eine wunderschöne alte Widmung. Dieses Buch gehört dem großen Theodor Nilsson in Dunshult, den 20. März 1904. Und es wurde geschenkt vom Freund von Nils Johann Jonasson. Das ist eine echte alte Widmung in diesem Buch und die musste natürlich hier drin bleiben, ist ganz klar. So, mal ganz kurz durchgeblättert, was habe ich hier benutzt? Also ich habe hier, einerseits habe ich, oh, ich hatte mal zum Geburtstag, habe ich einen ganzen Stapel Funkelkram Papier geschenkt bekommen. Und da habe ich mich jetzt einmal durchgefräst und habe irgendwie die Schriftpapier benutzt. Und hier, das hatte ich, das Wildblumenpapier, das habe ich auf der Con gekauft. Dann habe ich ein bisschen echte alte Bibelseite natürlich reingepackt. Ach, ich weiß gar nicht, aus welchem Papiersitz das überall ist. Ich habe mir die nämlich alle auseinandergenommen, auf einen Stapel gepackt. Das hier ist ein Teil vom Herbarium. Genau, das Herbarium hat mich dazu eigentlich verleitet. Da wollte ich nämlich unbedingt das Herbarium in mein Grimoire packen. Das ist auch von Funkelkram, genau. Habe ich auch auf der Con mitgebracht. Das Papier ist schön dick, das ist total angenehm. Naja, auf jeden Fall
hatte ich meine die Funkelkram-Papiere, die ich zum Geburtstag bekommen habe, habe ich alle schön auf einen Stapel und dann habe ich mir die Sachen rausgezogen. Ich glaube, das ist aus dem Hexenpapier. Darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ich glaube, das ist auch aus dem Hexenpapier, wenn mich nicht alles täuscht. In meinem Grimoire muss Hexenpapier vorkommen. Ne? Hier seht ihr noch das Deckblatt vom Herbarium. Ein bisschen Backpapier, so ich gehe jetzt mal wirklich locker flockig, lang, zack, zack, durch. Weil, wie gesagt, undekoriert und ihr werdet das alles noch in dekorierter Form erleben. Ich glaube, den Alchemisten von Vulkan hatte ich auch dabei. Also ich habe hier schon einige richtig tolle Sachen reingebaut. Und ja, viel Tee und Kaffee. Nee, Tee gefärbt, das Papier, Kaffee gefärbt gar nicht. Ich habe nur, wenn ihr hier dieses lustige Papier seht, was so schöne Punkte hat. Wo war es denn? Ja. Ich färbe meine Papiere in einer Auflaufform. Die ist ein bisschen größer als A4. Das heißt, ich kriege A4 gut hin und kann die auch so ein bisschen nebeneinander packen, sodass sie so leicht überlappen. Auf jeden Fall die Auflaufform rostet. Das gibt immer ziemlich gute Effekte. Also ursprünglich war das mal so eine Teflon-Auflaufform, aber irgendwie ist das Teflon beschädigt und ja, so rostet es halt vor sich hin, ne? Und das hat dann zur Folge, dass ich coole Papiere kriege mit lustigen Flecken drauf. Also da wehre ich mich ja nicht gegen, Papiere mit schönen Flecken zu bekommen. Wo käme man denn hin? So, ich habe lange, kurze Seiten abwechselnd. Ich habe ein bisschen was Durchsichtiges. Schriften hier, die Wildblumen. Wildblumen sind toll. Ich habe jetzt auch mittlerweile noch ein paar schöne Digitalpapiere gefunden. So Apotheke und Co. Die habe ich jetzt natürlich nicht hier eingebaut, weil ich bin inzwischen fertig. Abgesehen davon ist der Drucker gerade im Streik. Mal gucken, ob wir da einen neuen kriegen, weil der war gerade erst neu und hat noch 25 Papieren aufgegeben. Und cool finde ich, weil ich hab mich so gefreut, ein neuer Laserdrucker, Leute. Das ist der Hammer, wenn man selbst zu Hause einen Laserdrucker hat, das Zeug färben und direkt im Tee schmeißen kann. Wäre geil gewesen. Nach 25 Papieren war dann Feierabend. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da sehe ich das auch nicht ein, einen neuen Drucker zu kaufen, dessen Toner 25 Seiten hält. Da bin ich echt bockig. Den kriegen die zurück, wenn sie uns keinen neuen Toner schicken. Das ist frech. Der Drucker war wirklich teuer. Und ein wirklich guter Drucker. Der hat auch ein schönes Druckbild gemacht. Zu den Zeiten, als er noch druckte. Der 24 Papiere. Und ich möchte nicht so viel Geld für einen Drucker ausgeben, um dann direkt für nochmal ordentlich teuer Geld neuen Toner zu kaufen. Sehe ich nicht ein. So, das ist jetzt aber der Grund, warum ich gerade nichts drucken kann. Und dieses Buch ist, wie es ist. Es hat 5 Signaturen, hat um die 10 Seiten. Ein bisschen Kleinkram mit drin. Kleinkram zähle ich da immer nicht mit. Aber um die 10 Seiten große Papiere, also A4 gefaltet. Und es guckt alles ein bisschen raus, das soll auch so. Ich habe ein bisschen Material, habe ich mir schon zusammengesucht, was rein soll. Also ich werde natürlich wieder hier, ja klar, ein Grimoire gehört, hier Cheesecloth und ein bisschen Fransen. Und ich weiß gar nicht, ob ich Spitze wirklich verarbeite. Ich glaube, ich lasse es bei Cheesecloth in Leinen. Und hier sind noch ein paar Teile aus dem Herbarium und diese wunderschönen Pilze. Ja, also wo sollen die Pilze sonst hin, wenn nicht in ein Grimoire, oder? Also, das ist ja wohl irgendwie logisch. Ne? Ein paar hier und da, ein paar Pflanzenbücher und ja, ich denke auch Edith Holden Papier wird garantiert einziehen. So. Nun kennt ihr das nächste Projekt und habt den nächsten Teaser. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat das auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, bis hierhin alleine das schon zu craften. Und gerade hier mit den Ornamenten und allem. Ich hatte erst überlegt, ob ich es mit Stoff überziehe, aber ich wollte einfach diese Lederbibel hier erhalten, wie sie ist. Und ich habe da auch keine Versiegelung oder irgendwas drüber geschmiert. Sie ist einfach so und sie ist haptisch wirklich einmalig. Ich freue mich drauf, da weiterzumachen. Aber wie ihr schon im letzten Video gehört habt, hier wohnt ein Katzenjournal und ein Pferdejournal, die mit den Hufen und Pfötchen scharren, um fertig gemacht zu werden. Dementsprechend haben die jetzt erstmal Vorzug und die werdet ihr wahrscheinlich auch als nächstes oder als übernächstes sehen. Ja, ein fertiges Projekt habe ich hier noch. Nee, 2 fertige Projekte, die ich euch zeigen kann. Und danach wird es dann wahrscheinlich Katzen und Pferde regnen.
Ja. So, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen, zauberhaften Basteltag und sage mal, bis demnächst in diesem Kino.